Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. 10 Jahre nach seinem Rücktritt ist Hermann Mayer wieder aufgetaucht, zum Arbeiten, wie er sagt. Er hat hier einen Werbedreh am Ippenplatz, am Brunnenmarkt, mitten in Wien. Natürlich, wo der Hermann auftaucht, ist gleich ringsum, tummeln sich die Menschen, schauen, ist er das wirklich? Ja, es ist wirklich. In seiner Mittagspause hat er sich Zeit genommen, hat genau eine Stunde mit uns Reportern gesprochen, hat erzählt, wie seine letzten 10 Jahre waren, hat erzählt, was er sich in der unmittelbaren Zukunft vorstellt, und er hat auch einen kleinen Ausblick gegeben, wie er sich den Skisport oder wie er sich die Nachfolge von Marcel Hirscher, der ist ja auch zurückgetreten, vorstellt. Und er hat augenzwinkernd sogar gesprochen über sein Ziel, was er damals bei seinem Rücktritt noch hatte, dass er vielleicht am Mount Everest gehen will. Aber hören wir uns das im Interview an, was er selber zu sagen hat. Hermann, du bist vor genau 10 Jahren zurückgetreten. Verläuft dein Leben annähernd so, wie du das vorgestellt hast, wie du damals zurückgetreten bist? Optisch hat sich ja nicht so viel getan. Also ist schwer zu sagen, ich habe mir jetzt keine Vorstellung nicht gemacht, während meinem Rücktritt oder kurz vorbei, wie das Leben nachher verlaufen wird. Und das einzige Glückliche war, weil ich habe meine Ziele darüber hinaus erreicht. Und von dem her hat dann eigentlich kann kommen, was wolle, sozusagen. Und ich habe mir da jetzt kein Konstrukt oder irgendwo ein gewisses Ziel aufgebaut. Und das ist das Angenehme, weil Ziele verfolgt man eigentlich in der Sportlerzeit sehr, sehr viele. Und das war mir der Vorteil, oder eigentlich das Schöne, einmal keine Ziele verfolgen zu müssen. Das Größte, hast du gesagt, war der Marsch zum Südpol. Du hast damals auch vom Mount Everest geredet. Ist das noch in deinem Kopf ein Thema, theoretisch? Jetzt ist sicherlich weit weggerückt, vor allem, wo man da noch, wird eines der berühmtesten Fotos werden, wo man den Stausee vor dem Everest, dann überlegt man nochmal mehr. Aber natürlich, dazu mal beim Südpol, Reise zum Südpol, ja, Rennen zum Südpol nennt man es eigentlich. Das ist natürlich ein Erlebnis, das kriegt man so schwer her. Und wo man weiß, wo der Südpol liegt, der ist wirklich sehr, sehr weit weg. Weil man nach Südafrika fliegt und von Südafrika nochmal die gleiche Distanz, dann weiß man, wo das ist. Und so Dinge nochmal zu machen, das hätte man draufsetzen können. Aber jetzt müssen wir sie wieder neu vorbereiten, logischerweise. Trotzdem war es gleich nach meiner aktiven Zeit, war ich topfit, da hat das eigentlich genau hineinpasst. Und der Marcel Hirscher ist jetzt zurückgetreten. Du hast gesagt, du kannst dein Comeback von ihm vorstellen. Wie realistisch? Es sind eigentlich alle deine Prognosen zugetroffen. Deswegen glaube ich, dass es jetzt ein Comeback geben wird von Marcel Hirscher. Du hast gesagt, er wird Weltcup-Sieger, bevor er es noch geworden ist. Du hast gesagt, der Voits wird sein härtester Konkurrent werden am Anfang. Es hat alles zugetroffen. Es ist, wie es kommt. Und im Endeffekt, glaube ich, wird es gefreut sein. Dem Skiherz natürlich, vor allem, wenn man mal ein Jahr weg ist, das tut ja eigentlich gut. Und ich glaube, das tut den ganzen Skiweltcup auch ganz gut, und vor allem persönlich ist ganz wichtig, dass man mal Abstand gewinnt, weil einfach der Druck schon immens steigt. Und immer wieder die Leistungen zu erbringen und teilweise erbringen zu müssen, das erlegt man sich selber auf, ist nicht immer einfach. Und ja, aber die Lust vergeht ja nicht, die Lust, die bleibt ja eigentlich, und wo man fit ist, warum nicht, aber die Entscheidungen sind zu akzeptieren, was an jeder trifft, und auch zu respektieren. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Weil Marcel ist ja Vergnügen, das Skifahren, hast du gesagt. Es sollte ein Vergnügen sein, ja. Und das ist wichtig, aber man kann sich gut hineinversetzen. Teilweise kann ein Vergnügen auch ein bisschen zur Belastung werden. Ja, und dann sieht man, nur das Skifahren selber wird immer ein Vergnügen bleiben. Das merke ich bei mir selber.